Viele Leute haben Probleme mit dem Knie. Wie man dieses Gelenk mit dem Vitality Floss beanflossen kann, zeige ich euch jetzt. Es ist sehr sinnvoll, mit dem Flossing am Unterschenkel außen zu beginnen. Und hier legen wir den Anker. Das ist das Erste, was gemacht werden muss, mit relativ wenig Zug. Ab jetzt wird mit mehr Zug gearbeitet. Und immer wenn wir nach innen gehen, der Zug betont. Hinten kann man etwas weniger Zug machen in der Kniekehle und nach vorne mit ein bisschen mehr Zug arbeiten. Das Bein steht locker auf und wir arbeiten uns immer 50% überlappend zum Oberschenkel langsam hoch. Man kann den Zug natürlich variieren. Je akuter das Problem ist, desto weniger Zug, je chronischer, das heißt, je länger es besteht, desto mehr Zug kann man tendenziell wählen. Besonders am Oberschenkel ist es sinnvoll, wenn wir von außen nach innen arbeiten, jetzt zum Beispiel, damit wir die Kniescheibe nach innen korrigieren, weil die bei vielen Menschen zu weit außen sitzt und das alleine schon Beschwerden verursachen kann. Die letzte Wickelung geht so ein bisschen schräg und das können wir dann vorne so ein bisschen unterstecken, damit das gut fixiert ist für alles, was jetzt als nächstes kommt. So, jetzt kommt die Aktivierung. Dafür nach hinten setzen, Unterschenkel hängt ein bisschen frei und jetzt das Bein strecken und wieder ganz anwinkeln. Das ist eine einfache Aktivierung in der offenen Kette. Und jetzt können wir den Unterschenkel in unterschiedliche Richtungen bewegen und so ein bisschen drehen dabei und wieder strecken, so ein bisschen rühren. Wir machen eine 8 zum Beispiel, dass wir alle Bewegungsrichtungen gut mit abdecken. Eine der besten Übungen für das Kniegelenk ist die Kniebeuge. Und wir nutzen diese hier in einer besonderen Form mit Assistenz. Das heißt, wir entlasten den Körper durch diesen Stab. Das kann man mit einem Besenstiel machen oder man kann sich auch an der Wand oder Tür zum Beispiel festhalten. Wichtig ist jetzt hierbei, dass die Bewegung vollständig durchgeführt ist, dass man auch mal rauskommt aus der Komfortzone und tatsächlich diese sehr intensive Anwendung auch mit ein bisschen Schmerzen ertragen kann. Denn jetzt werden alle Strukturen um das Gelenk herum beweglich und weich gemacht und nachher natürlich auch besser durchblutet. Das Flossing im Kniegelenk ist sehr, sehr einfach und eine super Möglichkeit, Beschwerden in diesem Bereich zu lindern und zu lösen.